Ready. Evol. Yes. Oh, da können wir direkt ein Dorfzentrum kaputt machen. Super. Direkt noch eine Kanone. Ready. Yes. Machen wir erstmal hier den Stall kaputt. Das ist das 240 Erfahrung. Holen wir uns. Wunderbar. 240 Erfahrung ist eine Menge. Ah, da haben wir die Kaserne. Wunderbar. Ist die dritte Kanone mittlerweile mal da? Ach, jetzt weiß ich, ob wir jetzt wirklich kein Gold mehr kriegen. Ach ja, wir wollten uns ja hier noch mit denen verbünden. Pass mal auf, du da. Brauchst mir hier oben. Was mache ich denn da? Wo ist der Außenposten? Hier. Genau, geht erstmal schön auf die Kaserne drauf, Jungs. Oh ne, da oben wollte ich mir wieder einen Außenposten, ey. Ich glaube, es hackt. Aber ich glaube, die haben sonst hier keine Siedler mehr. Sollte, wenn die sterben, da ist das hier erstmal für die Geschichte. Ach so gut, der ist nie fertig gebaut worden. Wunderbar. Okay, dann wollen wir jetzt mal angreifen, den Außenposten da. Was ist das hier noch? Was ist das für ein Schatz? 80 Nahrung. Der hier war 150 Münzen. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier noch... Haben wir hier unsere erste Gruppe. Das sind doch ordentlich Einheiten. Schade, von den Kasachen ist nur noch einer übrig. Ich fand die eigentlich ganz cool. Los, Feuer! Ja, sehr schön. Wunderbar, mit drei Kanonen geht das doch ganz gut. Könnt ihr da alle drauf? Schlagartig! Die Pferde natürlich mega schnell. Washington has sent us transports. We can use them to assault the car base. Yes. Brauch ich doch gar nicht. Ashut Vred. Aki, Atsi. Ready. Yes. Ready. Amen. Yes. Ashut E. Akra. E. Ashut Vred. Yes. Oh, was haben wir denn da? Einen Hafen. Den machen wir kaputt. Ready, Imenoso.
wieder ein bisschen Erfahrung. Oh, Bäume umgeholt. Sauberer Durchschuss, Jungs. Okay. Dann scheint da oben anscheinend deren Hauptbasis zu sein. Wenn da auch die ganzen Schiffe rumstehen. Und der Typ auch dahin reitet. Stört sie Warwicks Marine und sein Dorfzentrum. Was haben wir denn hier? Reiterbandit. Okay, das sieht nicht so schwer aus. Was ist das für ein Schatz? Ziele. Ah. Here comes Washington's fleet. It's time. Gather all of my warships together. We'll strike Warwick with my navy's full strength. Yes. Nö. Kommandament. Wir werden ihn mal auf den Landweg angreifen. Das sind hier schon ziemlich krasse Kriegsschiffe, muss ich sagen. Die hauen auch gut rein, aber wir werden es trotzdem auf dem Landweg machen. Damit wir eben diese Erfahrung einheimsen können. Vielleicht werden wir noch Stufe 11. Das wäre nämlich ganz cool. Yes. Commandment. Yes. Ready. Okay, Jungs, alle mal hier hin. Yes. Boah, Mörserschiffe, geil. Mörserschiffe sind cool, jo. Also, Mörserschiffe sind wirklich enormst cool. Na, wir werden erstmal versuchen, das so zu schaffen. Bam! Das nennt sich geballte Feuerkraft. Ah, 55. Moment, könnten wir uns nicht eigentlich noch weiterentwickeln? 10 Musketiere, ja, immer doch. Ja, nehmen wir die Blanco, die ist zwar beschädigt, aber. Dann machen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht schon mal irgendwie eine Mauer oder sowas sehen. Vor der man dann zurückschrecken müsste oder so. Wie wäre es denn, ihr drei Verblätter mal in den Pferdemodus wechselt? Dann können wir nämlich auch ein bisschen schneller. 80 Münzen. Erfahrung! Da ist der Typ vorhin geritten. Jetzt hat er keine Chance mehr. Da scheint schon das Dorfzentrum zu sein. Jetzt sollen nur das Dorfzentrum zerstören, ne? Ach, auch seine Marine. Verdammt. Okay. Lustig. Jetzt mal hier diese Pferde. Oh nein, Bone Guard auch noch. Boah, die wollen wir nehmen auch abgeholzt wie nix, ne? Na, aber wir sind in diesem Zeitalter. Das Haus haben wir uns weg. Na, das ist ja noch ein Mausplus. Wir sollten auf jeden Fall Kaserne entfernen. Die Kaserne könnte nämlich noch extremst nervig werden. Genau, weil er dann immer wieder Bogenschützen produziert. Nach der Außenposten. Und dann greifen wir noch seine Marine an. Scheint ja nicht viele Schiffe zu haben, der Gute. Hm.
unsere Einheit ist aber sehr geschrumpft. Dies stört ein wenig. Immerhin greifen die Kriegsschiffe nicht an. Ja, was war das denn jetzt? Komm. So, Dorfzentrum. Wunderbar. Könnt ihr einen Langstreckenbombardement vielleicht auf dieses Ziel durchführen? Habt ihr gemacht? Geil! Ach, das ist ja nur gegen Gebäude recht effektiv. Naja, man könnte jetzt immer wieder warten, bis diese Spezialfähigkeit nachlädt, aber das lassen wir einfach. Wir greifen einfach seine Marine an. Hier haben wir jetzt gewonnen, wenn wir die ganzen Dorfbewohner kaputt sind. Das ist jetzt der Fall. Ich hoffe, das sind dann hier die letzten. Und dann machen wir noch einmal den Spezialangriff.